Guten Morgen! Es ist etwas Besonderes an diesem Wochenende. Es sind zwei Rohkost-Potlucks. Und in einer Stunde werde ich zu dem ersten abgeholt in Freiberg. Morgen ist der Rohkost-Potluck bei Silke. Und ja, ich habe demjenigen, der mich mitnimmt, versprochen, dass ich ihm Rohkost-Snickers als quasi Bezahlung mitbringe. Nun habe ich festgestellt, nachdem ich aufgestanden bin, ich habe überhaupt keine Rohkost-Snickers da. Das heißt, ich bin mit dem Rad durch den Schnee gefahren, habe jetzt hier alles geholt und versuche so schnell wie möglich die Rohkost-Snickers herzustellen. Und ja, das ist sozusagen meine erste Challenge jetzt an dem Wochenende. Ich hoffe, dann wird es entspannter. Und ja, mal für euch ganz interessant, wie lange dauert es, Rohkost-Snickers schnellstmöglich herzustellen. Ach nee, es sind keine Rohkost-Snickers, weil ich habe von Netto die Blockschokolade geholt. Also, ab geht's! So, jetzt geht's darum, wie schnell kann man die Rohkost-Snickers herstellen. Ich beginne, indem ich Wasser auf dem Herd tue. Zeit läuft. So, als erstes, ich mache natürlich jetzt hier Zeitraffer, weil ihr müsst ja nicht die ganze Zeit zugucken. Ihr habt das Rezept ja schon gesehen, ich verlinke euch das oben auf der, in den Infokarten. Als erstes lege ich Backpapier hin und mache die Füllung mit Erdnüssen und mit Datteln. Also die Erdnüsse. Zeit läuft, Zeit läuft, Zeit läuft. Okay, in einer halben Stunde werde ich abgeholt. Rohkost-Snickers, geht los. So, wenn das Wasser dann kocht, würde ich die Blockschokolade dann reinmachen. Also quasi parallel und nicht hintereinander. Mein Ziel ist es, 25 Rohkost-Snickers zu machen. Muss ich gerade mal mitzählen. 1, 2, 3, 4. Also halt so witzig. Ich habe mir 25 vorgenommen, ich habe nicht gezählt und es sind genau 25 Datteln in der Einpackung drin. Ich hätte noch eine extra Packung geholt, aber es soll halt sein. Eine Blockschokolade reicht für 25 Datteln aus. Da ich möglichst effektiv arbeiten will, tue ich jetzt schon mal die Blockschokolade schneiden, weil das Wasser könnte bald kochen. Dann muss ich es wieder runterstellen, weil es darf nicht zu heiß sein. Die Blockschokolade ist richtig geil von Netto, also wenn ihr Schokolade verarbeitet, da ist kaum Scheiße drin und ja, natürlich vegan. Das kommt dann alles in so ein Ding, was übers Wasserbad kann. So sieht das dann aus, nachdem die Schokolade klein gehackt ist. Die kommt jetzt übers Wasserbad. Ach Scheiße. Ist zu wenig Wasser im Wasserbad. Jetzt waren die Datteln gefüllt mit Erdnüssen, natürlich Tierfutterqualität, nur das Beste für mich und meine Gäste. Ab geht's. Scheiße. Okay, ich zeige euch mal. Shit. So, mal gucken, wie man das hier mit dem Gimbal am besten macht, wahrscheinlich. So. Und jetzt sollte man das sehen, das Ausmaß. Scheiße. Okay. Aber, na, wo ist es? Jetzt komme ich wieder. Ah, ist halt schon so geil, so ein Stabilisator. Ja, also scheiße war's. Geht von der Zeit ab. Okay. So. Fuck. Ja, ihr wisst ja noch, die Datteln, da werden einfach die Erdnüsse hier reingeballert. Und dann macht man mit der anderen Dattelhälfte das hier zu. Und dann hat man den Karamell überzogen. Das kommt als Tiefkühlfach. Ist natürlich jetzt für ihn nicht ganz so cool, weil ich ja die quasi frisch mache. Ich tue sie zwar ins Tiefkühlfach, aber er bekommt sie ja dann quasi sofort und dann, naja. Müsste so einen Schockfroster haben. Also wenn einer von euch so einen Schockfroster bei euch übrig hat, dann gerne mir schicken, dann kann ich den nämlich nutzen für, ja, schnelle Rohkost-Snickers. Das erste Potluck ist übrigens, gar kein Rohkost-Potluck, sondern das ist ein,
Oder ist es doch ein Rohkostpotluck? Ja, ist glaube ich ein Rohkostpotluck. Aber ich werde sagen, dass ich halt die Blockschokolade da genommen habe und achso, es fällt gerade nicht ein, das ist ja gar nicht fürs Potluck. Fürs Potluck habe ich ja so einen geilen Salat gemacht. Und frische Orangen habe ich mit. Und ich habe noch eine Süßspeise gemacht, die dann Rohkostqualität, glaube ich, ist. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, das ist ja für meinen Fahrer. Das sind ja die Snickers, die ich ja nur für den Chris mache. Der Chris, der mich ja hier fährt. Und beim Chris ist es nicht so schlimm, wenn es keine Rohkostqualität ist. Von daher. Ich habe übrigens gerade rausgefunden, warum die Erdnüsse jetzt runtergefallen sind. Weil das war mir ein Rätsel, weil ich bin eigentlich nicht so ungeschickt, dass mir einfach was runterfällt. Und da habe ich gedacht, na, woran kann das liegen, dass die Erdnüsse einfach jetzt hier runtergefallen sind? Und dann ist mir das natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Das sind ja Erdnüsse. Erdnüsse. Ja, schön. Was macht eigentlich die Schokolade? Die Schokolade macht noch gar nichts. Das ist nicht so schön. Ich bin mit den Dingern jetzt ja schon über der Halbzeit und das Geile wäre gewesen, ich bin fertig und dann kann ich direkt mit dem Schokoladenüberzug weitermachen. Ansonsten stehe ich einfach nur dumm rum, weil dann gibt es für mich nichts mehr zu tun. Das Blöde ist, ich kann jetzt auch nicht das auf die Schokolade hochheizen, auf keine Ahnung, auf Stufe 10, weil dann die Schokolade, die wird dann so bröselig. Die Schokolade braucht eine ganz spezielle Temperatur. Ein Chocolatier oder wie die Dinger heißen. Die haben dann immer so ein Thermometer dabei und schauen dann aufs Grad genau, dass die Schokolade perfekt ist. Und die wird dann nach Hand gerührt und sonst was. Und ich tue einfach hier so die Blockschokolade quasi in den Topf reinschmeißen und dann soll sie trotzdem schön werden. Aber das ist aber die Kunst. Das ist die Kunst, dass man quasi mit wenig sehr viel erreicht. Denn diese Rohkost-Snickers sind dann nicht von irgendwie Lindschokolade oder sowas zu unterscheiden. Und das muss man erstmal hinkriegen. So. Ich bin so froh, dass ich YouTube habe. Weil sonst könnte ich das niemandem erzählen. Weißt du? Ich rede total gerne. Aber es hört mir sonst niemand zu. Und dank euch habe ich jetzt jemanden, der mir zuhört. So schön, danke. Danke, dass ihr da seid. Danke, dass ihr zuhört. So, nach 13 Minuten und 24 Sekunden sind jetzt meine Snickers fertig, bis auf die Schokolade. Und die Schokolade, schauen wir mal hin, wie das ausschaut. Naja, fängt so langsam an zu schmelzen. Ich werde jetzt wieder meine Hände erstmal waschen, weil die sind voll gezuckert. Ich werde dann die Erdnüsse hier einpacken und die anderen Erdnüsse schaffe ich jetzt nicht aufzuheben. Das muss ich dann machen, wenn ich wiederkomme. Und dann werde ich mit einer Gabel ja, einfach rumrühren, dass die Schokolade, die unten vielleicht schon angeschmolzen ist, die oben wieder macht. Okay, ja. So, da werde ich jetzt mal die Kamera umswitchen. Und da kann man die einfach hier so... Ah, seht ihr das? Yeah! Okay, dann hau ich mal rein. Gute Nachricht, die Schokolade ist sogar schon recht weit. Ich werde jetzt hier die Erdnüsse, die noch auf dem Tisch verblieben sind, quasi jetzt noch in die Tüte und danach, denke ich, kann ich schon... Die Rohkost-Snickers, die sind echt so schnell gemacht. Man sagt ja immer, wow, Rohkostküche, das ist so aufwendig. Und die Rohkost-Snickers gehen so schnell. Sind natürlich keine Rohkost-Snickers, aber die leeren Rohkost-Snickers, wenn ich Kakao mit Kakaopuder und Kakaopulver, gemahlenen Kakao, das gemacht hätte. Aber und dann wäre es sogar schneller gegangen, weil dann brauchst du nicht erst das zu schmelzen. Weil dann machst du einfach nur die Kakaopuder und dann haust du also eine Tasse und dann eine Dreiviertel-Tasse Kakaopulver und das verrührst du dann sofort fertig. Das heißt, da geht es sogar noch schneller in Rohkostqualität. Nur weil ich es jetzt hier in Nicht-Rohkostqualität mache, weil ich keine Kakaopuder mehr habe. Ich habe nämlich, wo ich das gemacht habe, das letzte Mal das sozusagen gehabt und kann das jetzt auch nicht nochmal machen. Und ich werde das auch in Zukunft, wenn ich mir die Süßspeise mache, nicht in Rohkostqualität machen, weil da sind eh keine Vitamine drin in Kakaobutter und Kakao. Das heißt, wenn ich es mache, dann scheiße ich gepflegt auf die Rohkost, aber wahrscheinlich werde ich es nicht so häufig machen. Aber wenn, dann scheiße ich auf die Rohkost. Und da könnt ihr mich gerne quoten, scheiß auf die Rohkost. So. Habe ich es allen gezeigt. Und jetzt geht's los mit Schokolatier und so. Ich kann ja dann ein Video euch dann zeigen. So, fertig. Wir haben es jetzt 20 Minuten. 20 Minuten habe ich die Rohkost-Snickers fertig gemacht. Von Wasser ansetzen und kochen lassen, 20 Minuten dauern die Rohkost-Snickers. Und das sind nicht mal Rohkost-Snickers, denn in Rohkost-Qualität wird die 15 Minuten dauern. In 15 Minuten kriegt ihr fertige 25 Rohkost-Snickers hin. In 25 Minuten. Beat it!
So, und jetzt kommt die feierliche Übergabe, warum ich mir heute früh so viel Stress gemacht habe. Weil ich habe ja den Chris, das ist der junge Mann hier, den habe ich heute versprochen, dass ich Rucos-Snickers mache. Und die habe ich nämlich vergessen. Deswegen bin ich heute früh extra nochmal losgegangen. Und deswegen, sag meine Bezahlung, die Rucos-Snickers für den Chris. Ich halte sie in Ehre. Hast du Hunger? Nachher vielleicht. Aber wenn er denn das erste Mal kostet, seid ihr live dabei. Der Chris hat gerade probiert, aber meine Kamera ist abgestürzt. Chris, kannst du das bitte nochmal wiederholen? Mm. Sehr geil. Ja, schon sehr geil. Sind gut, oder? Ja. Hast du schon? Die hast du nicht. Ui. Du hast nicht übertrieben, Christian. Sie sind sehr geil. Ich weiß nicht, ob man was versteht, aber ja, wir fahren ungefähr eine Stunde, denn das Potluck ist in Freiberg. Und in Freiberg war ich schon mal, wer mein Video gesehen hat bezüglich des Rainbows, war ich nämlich den letzten Tag in dieser Gemeinschaft und dort ist heute das Rohkost-Potluck. So, das Potluck wurde jetzt hier in die Scheune verlegt, weil es zu viele sind, beziehungsweise war schon angedacht so. Und ja, so sieht das aus, privates Potluck, cool. Ich habe die Orangen mitgebracht, beziehungsweise Cecile hat die mitgebracht. Und ich habe hier Möhrenchips gemacht, selber gemachte Möhrenchips. Die hier. Und den Salat nehme ich morgen fürs Wilke. Und hier habe ich, das sind so Rohkost Schokodinger. Der einzige Nachteil hier ein bisschen an dem Ort ist, es ist arschkalt. Aber es gibt hier einen, da unten, ein Heizding, der jetzt angefangen hat zu heizen. Die anderen sind immer noch nicht da. Und ja, so bin ich erstmal hier alleine und habe natürlich gleich den besten Platz gehabt, direkt an dem Heizding. Licht. Da ist eigentlich nichts. Was hat das jetzt? Ich fand bitter. Also gestern hat man schon immer gesagt. Ich gerade die Bewegung sind auch dann Resultat von Unsicherheit. So beides. Manchmal ist es wirklich. So sieht es im Arzt, aber dann. Und manchmal wird es auch. Die anderen Sachen alle gegessen hat da hinten? Ich hatte auch gestern, wenn ich mir Hummus da. Da gibt es jetzt nur noch Orangen. Die haben nur Kinder. Ja. So, der erste Potluck ist vorbei. Und ja, gab jetzt nicht so viel, hab nicht so viel gefilmt irgendwie, aber ja, ist halt wie es ist manchmal und naja, dafür habt ihr, wisst ihr jetzt 15 Minuten und so weiter von den Riegeln. Ich gehe jetzt schlafen und ja, ich bin gerade abends nach Hause gekommen und geschlafen und wenn ich morgen früh aufstehe, geht's in die Bahn und dann geht's zum nächsten Rohkost-Potluck. Yeah! Und übrigens, am 23.12. ist das letzte Rohkost-Potluck, das 30. Rohkost-Potluck in Leipzig. Und das Jubiläum, eine Big Fire, ist mindestens 4 Leute da. Und ja, vielleicht seid ihr auch dabei. 23.12. 11 Uhr. Es ist wieder Zeit für Potluck. Lang ist es her, ungefähr 10 Stunden. 7 Stunden habe ich ungefähr geschlafen und ja, jetzt wieder aufgestanden. Und zu Silkes, ja, kleinen Weihnachtspotluck, da werden nicht allzu viele Leute zugegen sein. Vermutlich mal so, ja, so 10 bis 15. Und ich habe diesmal einen Salat gemacht und der sollte eigentlich schon gestern mit aus Potluck, aber dann habe ich doch was anderes gemacht und diese ja, Rohkost-Stickers habe ich ja nicht fürs Potluck gemacht, sondern für den Chris, sondern dieser Sonnenblumenzeug, auch so ähnlich, das hatte ich gemacht und dann hatte ich noch Möhrenchips, ja, die ich selber gemacht habe, die habe ich mitgenommen, weil mir ist halt einer von dem privaten Potluck da im Rohkost-Geburtstagspotluck gefragt, ob ich denn mal so selbstgemachte Möhrenchips mitbringen kann. Und da habe ich das dann sein gelassen. Aber heute bringe ich den Salat mit. Der besteht nur aus Buchweizen, aus rote Beetepulver, was ich selber gemacht habe, und aus Frühlingszwiebeln und Gurken. Und das war's. Kein Salz, kein Zucker, kein gar nichts. Das schmeckt trotzdem echt richtig, richtig gut. Und
Das Rezept ist in meinem Buch drin, Rohkost for Low Cost, ist extrem preiswert. Wie immer alle Rezepte unter 1 Euro und mit über 1000 Kalorien. Extrem nahrhaft, extrem vollwertig. Und das werde ich heute mal präsentieren. Und na, ich bin gespannt. Meine Bahn kommt. Das Potluck war von geschmacklich das beste Rohkost-Potluck, was ich jemals gewesen bin. Das war so hammergeil. Echt so hammergeil. Ich mache übrigens seit 4 Tagen eine Challenge. Da mache ich auch noch mal ein extra Video dazu. Aber ja, da mache ich noch ein extra Video dazu. Auf jeden Fall sehr interessant. Das probieren wir nämlich wieder zur Zeit ein bisschen was aus. Und ja, ich werde, wenn ich jetzt hier mit Kacken fertig bin, mal rübergehen zu Silkes Küche, weil das müsst ihr sehen, das ist so geil, wie es dort aussieht. Also, ich darf es bloß nicht vergessen. Also, eventuell bis gleich. Ungelogen, das ist jetzt, ich habe mir gerade einen Arsch abgewischt. Seht ihr da was? Da ist kaum was hier oben, so ein leichten bisschen vielleicht. Aber das ist Rohkost-Kacke, da ist nichts dran. Es ist so krass, es ist einfach nur so krass. Ist nicht immer so, sage ich auch so, trotz 100% Rohkost, aber ich hatte gestern Rohkost-Potluck und trotzdem viel Gemüse gegessen und jetzt gekackt und nichts dran. Es ist einfach nur heftig. Jetzt bin ich bei Silke in der Küche und ja, es ist einfach nur. Es ist einfach nur geil, oder? Einfach nur geil. That's the way you have to live. Einfach nur fett, Gräser, Sprossen und. Ah, so geil. Es ist, ich glaube ein bisschen weiter weg, damit das hier mal sieht. Einfach geil. Ich meine, ich mache auch ein bisschen Käse, auch ein bisschen Sprossen, aber nicht in dem Umfang. Das ist 890 komponiert worden. Das ist alles nach absoluten Lieblingsstücken.